sein, ne? Du bist live. Sag guten Morgen. Mhm. Morgen, morgen. Ich will gute Laune haben jetzt. Ja, tu so, als ob du gute Laune hast. So. Wir sind auf der Arbeit angekommen. Boah. Schwer bepackt. Was? Ich hab verstanden, der hat einer hingekackt. Nein, da hat keiner hingekackt. Wir waren einkaufen. Was hast du denn gesagt? Schwer? Bepackt, schwer bepackt, nicht gekackt. Glasflaschen, Glaswasserflaschen. Glasbier. Glasbier, weil wir wollen die einfachen Sachen, die aus Plastik sind, ersetzen. Also ja, Glaswasserflaschen ist halt für uns das Einfachste zu ersetzen, deswegen erstmal nur die. Allerdings ist das jetzt nur Classic und Medium Wasser. Na, weil die, das, was stilles Mineralwasser, hat 5 Euro noch was der Kasten gekostet. Und das jetzt 2,13 Euro. Ich meine, dass es teurer wird, das haben wir uns gedacht. Aber 5 Euro noch was für stilles Wasser fanden wir schon sehr heftig. Weil hier am Laden bei uns können wir ja das Kranwasser nicht benutzen, das Leitungswasser. Zu Hause würden wir das ja weiter benutzen. Aber wir müssen halt auch damit kochen, Kaffee kochen und sowas alles. Wenn dann so eine Kiste 5 Euro noch was kostet, ist uns das zu teuer. Deswegen wollten wir euch nach Tipps fragen, welches Wasser in Glasflaschen denn günstiger ist, falls ihr da was habt. Ja, und ansonsten geht's jetzt los mit dem Arbeiten. Und Bernd und Calvino, die wollen nachher zusammen schon mal ein bisschen Tapeten abreißen im neuen Haus. Und ich darf zu Hause bleiben. Na? Ich darf zu Hause bleiben, wenn ihr Tapeten abreißt. Ja. Ich habe nämlich schon heute Morgen das Bett abgezogen und die Bettwäsche wäscht jetzt gerade und trocknet. Dann kann ich nachher das Bett wieder beziehen. Weil das haben wir so richtig schön durchgeschwitzt, jetzt wo die Hitze war. Und ja, kochen und halt Haushalt. Ich war jetzt 2 Tage komplett arbeiten, morgens bis abends. Und das merkt man sofort im Haushalt. Und deswegen mache ich das nachher. Danke, mein starker Mann, dass du das schleppst. Wohin? Happy Schlepping. Einfach auf dem Boden. Ja, und ich würde gleich gerne die Decke schmeißen. Ja? Gut, warum fragst du denn dann noch? So. Den Kühlschrank verschieben. Aber dann passen die Klappstühle da nicht mehr hin, ne? Wird so stark. Ja. Ich will eben das Ding tragen. Welches Ding tragen? Ach so, ja. Nicht viel. Nicht viel? 10 Kilo. Ja, das wiegt schon 18. Ja, ich weiß, dass ich bald 80 Kilo wiege. Das Ettengefängnis wird aufgebaut. Soll ich die Platte holen, die andere? Nein, ich mach's schon. Dann hole ich den Etti. Den Etti Croquetti. Ich muss in meinem Auto warten, bis wir alles erledigt haben. Sieht man nicht, er schläft. Ja. Hallo! Etti! Ja, mach ich. Etti, hast du schön geschlafen? Er sagt immer, dann vergeht die Zeit schneller, bis es Futter gibt. Ne? Na, guten Morgen, liebe Zuschauer. Habt ihr auch so gut geschlafen? Das Murphy schläft sehr gut. Ich war um 3 Uhr wieder wach. So, ich glaube, mein Körper übt schon mal, wie es ist mit den schlaflosen Nächten. So, nee, da darfst du nicht rein. Komm hier. Wir haben uns schon Umzugskartons bestellt bei Amazon. Wo auch sonst. Warte, Murphy. So, na komm.
bin schon eine Weile zu Hause. Habe schon so grob Reine gemacht hier zu Hause und jetzt koche ich gerade. Das ist der Eintopf, den ihr im Wochenplan gesehen habt, den es gibt. Der muss noch ein bisschen durchziehen. Der ist mit Weißkohl, rote Linsen, Möhre, Paprika, Zwiebel, Erdnussbutter, Tomatenmark, passierte Tomaten und sowas alles. Und hier koche ich den Reis dazu. Und Bernd war gerade im Baumarkt, ist jetzt schon wieder hier. Der ist bei Calvino im Zimmer. Da ist nämlich im Schrank die Schubladen. Die Scharniere da, die sind kaputt. Schon lange, wirklich lange. Und ja, jetzt war die Frage, also haben die schon mal repariert, die Scharniere. Und die Frage war, schmeißen wir den Schrank weg oder machen wir ihn fertig? Und da nur die Scharniere da kaputt sind an den Schubladen, der Bernd gesagt, der holt jetzt aus dem Baumarkt neue Scharniere und baut die da ein. Und das macht er jetzt gerade. Ja, und der Calvino hat ja heute lange Schule. Dann holt der Bernd ihn nachher ab, nimmt eine Portion zu essen für die beiden mit. Und dann fahren die zum Haus und fangen schon mal an mit Tapeten abreißen und ja, das Grobe alles. Zum Tapeten abreißen hat der Bernd extra hier so ein Ding besorgt, wo er dann Spüliwasser reinmacht. Zum Abreißen, also dass die Tapeten so einweichen, hat er gesagt, da hat der Calvino bestimmt Spaß dran hier an dieses Pumpen. Das kann der dann gut machen. Und ich muss jetzt gleich noch alles zusammenräumen, also so Putzeimer, Putzzeug, Spachtel und sowas alles. Hat's geklappt mit der Scharniere? Nein, nein. Passen nicht. Falsch, wie immer. Echt jetzt? War klar. Egal. Was ist damit? Zu groß, zu klein? Falschen. Ja, super. Nutzt nix. Es nutzt nix. Kugellager brauche ich, wie bei dem anderen auch. Aber egal. Ja, das sind immer die Kugellager. Ja, hier so andere, hier sind auch Kugellager. Jedenfalls fahre ich dann gleich mit dem Kind dann nochmal hin, tausche die um und dann fahre ich zur Wohnung. Ich habe die alten jetzt mitgenommen, ich lasse die Schubladen hinzustehen. Ja. Und was machst du? Er versucht die ganze Zeit zu schlafen, klappt ja aber nicht. Weil er immer gestört wird, ne Smurfy? Armes Wesen. Armes unterfüttertes Wesen. Ich habe Schiss gehabt, dass ich da festgenommen werde, weil ich die neue Tasche hatte. Die habe ich ja da gekauft, die waren aber vom Laden. Sind. Ja, ja. Fall. Das hatten wir schon mal mit einer Gurke. Ja. Da waren wir auf dem Markt einkaufen, hatten diesen Rolltrolli, den Ziehwagen. Und ja, da unten lag halt noch eine Gurke drin vom Markt. Und dann ist Bernd einen Abend im Supermarkt gegangen damit einkaufen, also zu Fuß. Und dann sagte er, hey, eine Gurke habe ich doch gar nicht genommen und so. Und dann haben die sich da erst noch voll aufgeregt, ne? Haben halt so nach dem Motto, er wollte jetzt eine Gurke klauen. Und dann hat der Bernd gesagt, ja klar, ich kaufe jetzt hier für 30 Euro ein und klaue dann eine Gurke für 59 Cent oder was auch immer die da gekostet hat. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Dann hat er nochmal Glück gehabt. Was ganz Doofes passiert gerade. Ich habe Wäsche gewaschen und ich mache immer so, ich sammle weiße Wäsche und dann mache ich eine Waschmaschine mit weißer Wäsche auf 95 Grad. Ja, das war soweit. Habe ich die Maschine angeschmissen und es war ganz klassisch so ein Socken dazwischen in Orange. Und alles ist verfärbt. Jetzt habe ich es nochmal angeschmissen ohne diesen Socken und habe da Waschsoda mit reingemacht, in der Hoffnung, dass es wieder weiß wird. Habt ihr Tipps? Schreibt sie mir bitte in die Kommentare. Mann, ey, ich habe mir so schöne Schwangerschaftsunterwäsche geholt. Also was heißt so schönen? Das ist jetzt nichts Hochwertiges und Teures, aber egal, die war so schön blütenrein weiß. Und jetzt sieht das aus wie von meiner Oma, weil das so richtig gelb ist von diesem orangenen Socken. Da habe ich mich so geärgert gerade. Ja, nutzt nichts. Egal, ich ziehe die trotzdem an, aber ich
würde mich halt wohler daran fühlen, wenn die weiß wäre. Vor allem, wenn ich zur Hebamme gehe. Zum Glück habe ich noch ein paar in einer anderen Farbe. Ach Mensch, egal. Ja, Bernd und Calvino haben auch gerade angefangen. Smithy, warte. Ich habe die Leine gerade kurz genommen. So, jetzt kannst du wieder laufen. Wir sind hier über die Straße gegangen. Also, die haben gerade angerufen und die kommen ganz gut voran mit dem Tapeten abreißen. Allerdings ist diese Pumpflasche jetzt schon kaputt gegangen. Und ich glaube, die sind die umtauschen gegangen im Baumarkt. Und Calvino hat sich endlich sein Zimmer ausgesucht. Er nimmt das Größte. Das habe ich mir schon gedacht. Bernd hatte gesagt, so ja, aber du hast ja auch am meisten aufzuräumen und so, ne? Und viel mehr Staubsaugefläche, aber egal. Da hat er dann richtig mit Bett und so. Und dann können wir da auch noch eine Couch oder so hinstellen, dass er da... Das ist dann schon ein richtiges Jugendzimmer, würde ich sagen. Aber ja, ich muss es euch unbedingt mal zeigen. Ja, wie ihr seht, ich bin unterwegs. Meine Männer sind gerade nach Hause gekommen und die haben sich so Pizza mitgebracht und Chips und so. Die machen sich voll den geilen Männerabend und ich habe noch einen Termin. Ich hole jetzt jemanden ab und dann geht er bestimmt noch 3-4 Stunden. Oh, es wird spät heute. Ich weiß es jetzt schon. Ich hätte mich so gerne mit denen einfach auf die Couch gehauen und gegessen und geschlafen. Egal. Ich habe mir ganz viel Wasser mitgenommen für meinen Termin. Nicht dehydrieren, es sind nämlich 30 Grad. Mit Mundschutz. Bin gespannt. Guten Morgen, es ist schon der nächste Tag. Ich habe gestern nicht mehr gevloggt nach meinem Termin, denn das war echt spät schon und ich war danach recht aufgewühlt, weil das voll schön war und ja, habe halt noch mit Bernd lange geredet und mit Calvino und so und ja, dann haben wir uns einfach nur noch hingelegt und geschlafen und ich habe heute Nacht super geschlafen und ich habe richtig schön durchgeschlafen, das war ganz toll. Heute soll es wieder recht heiß werden und es ist jetzt noch früh, wir haben 8 Uhr. Deswegen habe ich jetzt noch Fenster auf, in der Hoffnung, dass es ein bisschen kühle Luft reinkommt. Ja, ich wollte eigentlich jetzt den Vlog nur noch beenden, damit ich ihn bearbeiten kann und hochladen kann. Und ich weiß noch nicht, ob ich heute vlogge. Ich glaube, ich mache heute mal einen Tag Pause. Aber schauen wir mal. Vielleicht kommt die Lust ja später noch. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.